Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Heute machen wir kurz mal zwei NPD auf der ganz hier in der Nähe. Und dann geht's weiter rüber zu Bakako. Da haben wir nur noch zwei Aufträge offen. Und da würde ich sagen, können wir die ruhig mal abschließen. Und ja, ich weiß, Phantom Liberty ruft immer noch nach uns. Und ich habe eigentlich schon vor langer Zeit mal gesagt, dass wir es dann eigentlich angehen werden. Aber, ja. Muss doch noch ein bisschen warten, leider. Schön, so einfach geht's. Alright, dann geht's jetzt weiter. Eigentlich dahin, wo wir hin wollten. Ist gerade ein bisschen ziemlich dunkel, ich weiß. Aber damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Und reise die Täter und sichere Beweismaterial. Mit der Verseuchung. Diese kleinen Pissjobs sind mittlerweile echt nichts für uns. Weil die Gegner einfach wirklich, ja, keine Gegner sind. Lass mal schauen, was es hier gibt. Alvin und Bexel. Die Tigers zeigen keine Krallen mehr. Hä? Hab die Sache erledigt. Hab ihn mit meinen Jungs einen Besuch abgestattet. Sie hatten absolut keine Ahnung. Das war ein verdammtes Blutbad. Keine Ahnung, wie viele wir erwischt haben. Müssen mindestens 30 gewesen sein. Erst Klassik. Hast du das mit jemandem von oben besprochen? Scheiße, ich frag doch nicht erst um Erlaubnis. Mir sagt niemand, wie ich zu leben habe. Feinde sind dafür da, dass man sie fertig macht, oder nicht? Yep. Scheiße. Choom, gratuliere, du hast echt Eier. Tja, hat leider nichts gebracht für ihn. Kurz noch hier schauen, da oben gibt es doch bestimmt irgendwas. Naja. Doch. Aber was trotzdem nicht wert, das anzuschauen. Dann gleich weiter zum nächsten, den hier, und dann machen wir uns hier auf den Weg zu SOS-Söldner gesucht. Da gibt es noch was zum Hacken. Ich meine, Geld nehme ich immer gerne mit. Auch wenn wir unglaublich viel haben mittlerweile. Aber lieber zu viel als zu wenig. Ah, shit. Das war doof. Das war noch doofer. Naja.
Ja, mein Motorrad steht da vorne. Doof. Sind zwar bloß 150 Meter. Können wir eigentlich mal kurz laufen. Okay, war nicht an uns gerichtet. Ah, shit. Okay, waren das schon alle? Sieht fast so aus, als ob es nur die zwei, drei hier wären. Da oben ist bestimmt auch wieder irgendwas drauf. Wenn wir gleich mal schauen. Dateien gelockt. Vortest Initiierung. Vortestergebnisse. RTT 22 Millisekunden verbunden. Okay. Antenne. Von Katsu. Katsue Arakawa an hier Hitomi Hamanako. Okay, McCarson hat uns die Entschlüsselungssequenz geschickt. Bau die Antenne auf, leise. Lass sie direkt an mich senden. Standardfrequenz. Und melde dich bei mir, wenn was schief geht. Entweder die Antenne sein oder vielleicht da oben drauf. Ne, bloß Data Mining und Quick Hacks. Also wahrscheinlich nicht die Antenne hier. No! Ja, doof. Ich habe mich verklickt. Ich glaube, die ist da oben. Und auf der Minimap wird uns da auch noch jemand angezeigt. Das war's mit dir. Alter, man sieht einfach gar nichts. Verbrechensmeldung 1 führte zum anderen. Savayant Kure. Okay, ich bin bei der Antenne. Was jetzt? Wie ich gesagt habe, schieb den dreckigen Splitter in den Schlitz unter der Abdeckung und du bist dabei. Schon gut, danke. Nur ist da kein Schlitz zu sehen. Hm, siehst du den Modellnamen? Und eine Seriennummer an der Ecke? Ja. Okay, was steht da? Proteus XC8000Z.
Eine Sekunde. Schau mal links unten. Da sollst du eine der Abdeckplatten abmachen können. Okay, da ist er. Sauber, viel Glück. Aber wohin haben die... Also wohin haben sie die Informationen wieder gesendet? Und von welchen Informationen? Wäre noch interessant zu wissen. Das tut weh. Autsch. Mit dem habe ich gerechnet. Aber ich wollte jetzt nicht alles runtergehen und wieder hochgehen. Aber hier ist leider gar nichts. Schade. Kann man auch hoch? Da unten ist auch jeden Fall noch was. Was gerade spannend aussah. Okay, aber hier geht's runter und eigentlich möchte ich da hoch. Das ist bestimmt wieder so eine Rarität, die man finden kann. Fertigkeiten-Splitter, Shinobi, vielleicht XP für die Fertigkeit. Item-Komponente und Gespräch. Iris und Drudge. Haben einen Job, Interesse? Ja, schieß los. Ich brauche einen anständigen Kompressor. Mindestens 350 kW, Druck bis zu 200 PSI. Volumen muss mehr als 40 Meter sein. Fuck, das wird nicht leicht. Sowas habe ich nicht da. Das weiß ich selbst. Aber ich habe einen Tipp bekommen. Im NID wartet einer drauf, abgegriffen zu werden. Ich habe die Koordinaten. Geh einfach hin, schnapp dir das Teil und komm zurück. Ich gebe dir die Hälfte jetzt und die andere Hälfte bei der Übergabe. Deal? Deal. Ich kann gleich morgen los. Sweet. Dann schicke ich dir gleich Koordinaten. Okay. Doch, es macht uns was. Naja. Den wird sie nicht mehr wiedersehen, den Drudge. Ist das schlau, was ich hier mache? Ich weiß nicht. Okay, der lebt. Hier geht's runter. Da geht's nicht rein, schade. Hier geht's hoch. Was mache ich hier? Okay, das bringt glaube ich gar nichts. Darunter springen ist auch keine gute Idee. Dann, wo ging's runter? Da ging's runter. Ist echt dunkel hier. Auch keine gute Idee, hier runter zu springen. Und jetzt? Da geht's auch ziemlich weit runter.
Die drei da drüben haben wahrscheinlich nichts für uns. Nice Job. Naja. Ich hab gar nichts. Alright. Ich bestelle mir kurz mal ein Auto. In Delamain. Noch was übersehen. Der ist da drüben oder unten, besser gesagt. Das ist doof. Was denn jetzt da unten ist? Autsch. Autsch. Hier ist überall Stacheldraht. Ja. Nope. Dann halt einmal außenrum. Sorry fürs Warten, ich bin ja schon da. Dass ich häng. Decker Tanaka Rogers. Rogers, sorry. Lass mich jemand zuschauen ablenken. Come now! Let's solve this like warriors! Okay. Bringt uns abgesehen von Loot wahrscheinlich absolut gar nichts. Aber ich meine, why not? Right. Right. Das waren Obdachlose, den wollte ich eigentlich nicht töten. Wieder mal lasse ich mich einfach ablenken wie keine Ahnung was. Ich bin echt nicht gemacht für solche Open-World-Spiele. Eigentlich, wenn man sich so überlegt. Okay. Egal. Lassen wir das. Ab in den Dell. I warmly welcome you to the Delamain Network. Hey Ben, problem still eating at you? I believe I've come to terms. If you'll pardon the colloquialism. Still digging through dusty books to solve the question of humanity? After revisiting my research plan and scope, I came to the conclusion it would not lead me to the results I aimed to achieve. I've abandoned it. Ah, shame. Where'd you leave off? The remains of the day. I don't know it.
It's no matter. Have a pleasant journey. Danke sehr. Ich würde sagen, das war's schon wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir vor Ort sind. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.